Hallo, ihr lieben Bösen! Hier ist mal wieder der Bart aus Osterholz mit den großen orangen Händen. Und der absolute Hauptgewinner des heutigen Tages ist die Hammerly Hunter Force 600. Und ich habe zur Abwechslung mal sehr wenig zu meckern. Das ist verblüffend. Aber es kommt vor. Und hier kommt es mal vor. Klar, das Ding hat auch so seine Schattenseiten, aber... Ich habe absichtlich das Zielfernrohr diesmal schon wieder runtergenommen. Ihr wisst ja, ich mache Zielfernrohr immer zum Einschießen, ne, zum Probeschießen sozusagen drauf. Aber jetzt habe ich es wieder runtergenommen. Einfach so. Hammerly. Natürlich ist das Ding nicht von Hammerly. Hammerly ist nur ein Markenname. Die Firma Hammerly, die Fabrik ist irgendwann abgebrannt. Zwar trotz des schweizerischen Namens tatsächlich eine deutsche Firma, aber die Fabrik ist niedergebrannt. Die Rechte sind aufgekauft. Ich weiß jetzt nicht, ob GSG oder Umarex das aufgekauft haben. Könnt ihr einfach in der Wikipedia nachgucken. Ich bin dazu zu faul. Jedenfalls kommt das Ding irgendwo her. Ich guck gleich nochmal, ich lese euch das Gewehr gleich nochmal vor. Ich halte es jetzt einfach mal in die Landschaft. Und einfach nur festzustellen, ich habe jetzt natürlich meine großen orangen Hände angezogen, aber ohne große orange Hände fühlt sich das Ding richtig gut an. Ich habe ja sowieso schon ein paar Mal erwähnt, Holz ist immer besser als Plastik. Ich war auch lange Zeit der Überzeugung, ja mein Gott, kostet ja nur unnötig extra. Es ist schon so, es sieht besser aus, es fühlt sich fetter an. Also ich habe das Gefühl, ich habe hier mehr in der Hand, es ist eine geschnittene Fischhaut drauf, also es ist... Es gefällt mir, die Farbe ist auch sehr schön, ist relativ dunkel. Ich weiß, meine Videonachbearbeitung macht farblich immer noch ein bisschen was Komisches draus. Ihr seht schon hier auf dem Monitor, es hat das so einen leicht grünlichen Ton. Aber in Wirklichkeit ist das richtig schönes, dunkles Holz. Also wirklich ein optischer Augenschmaus. Ich betone das, weil ich sehe hier, ich weiß, es wird noch schlimmer nach der Videonachbearbeitung mit der Farbe. Aber das ist sehr gut. Ich fange mal an mit Vorlesen. Auf dieser Seite steht nichts. Das ist einfach und unkompliziert. Hier drauf steht Hammerly Hunter Force 600. Ich weiß nicht, ob es eine 500 oder 400 gibt. Ich weiß übrigens auch, ich wollte vorher nochmal nachgucken, was ist eigentlich der Neupreis von dem Ding, aber ich habe es jetzt leider verdrängt. Ich schreibe es nachher unter das Video drunter, dann wissen wir es. So, auf der Seite. Jetzt muss ich mich mal umdrehen. Ne, Und hier ist nämlich aufgelasert. Ich hatte erst Angst, oh mein Gott, kein F-Zeichen und oh mein Gott, keine Seriennummer. Das haben sie hier oben drauf gelasert, ganz unauffällig. Also man sieht nicht viel davon. Das ist einmal eine Seriennummer, Kaliberangabe, F-Zeichen, www.umarex.com. Mit dieser eleganten Methode vermeidet man, hier irgendwo draufschreiben zu müssen, made in irgendwo. Wenn es made in Germany wäre, hätten sie es garantiert irgendwo drauf geschrieben. Und deswegen ist es wahrscheinlich made in China. Es muss nur ein Importeur draufstehen. Das ist wichtig, ne? Damit die deutschen Behörden im Falle eines Falles jemanden an Kantehaken kriegen können. Wo das dann hergestellt wurde, das ist denen relativ egal. So, also es steht relativ wenig drauf. Das ist eigentlich ganz erfreulich, weil aus optischen Gründen. Durch intensive Beschriftung wird sowas nicht schöner. Fangen wir doch mal an mit dem Holzschaft. Ich habe ihn eben schon gelobt, das tue ich jetzt weiter. Ich kann noch mal was über die Größe sagen. Eben sehr könnderlein. Ja, komm, also der könnte für mich jetzt noch... sagen wir mal, 3 cm mehr könnten noch sein. Das wäre auch kein Problem, weil wir haben einen geraden Abschluss. Da könnte man also eine Einlage dazwischen machen mit längeren Schrauben. Die gummierte Schaftkappe mit Ventilierung, na, wegen des mördermäßigen Rückschlages, den eine 4,5 mm auf 7,5 Joule reduzierte Luftabpuff halt hat. Ganz im Gegensatz zu einer 9,3x74 oder sowas. Ja, eine angedeutete Schaftbacke für Rechtsschützen. Schießen können sie aber rechts und links schützen. Wie gesagt, es fühlt sich fett an. Also... wirklich, wirklich gut. Ich habe jetzt eine ganze Reihe Luftgewehre in die Finger gekriegt und ich würde sagen, so vom Anfassen her gehört der definitiv zu den besten. Ein bisschen irritieren mich diese Abdeckungen hier für die Schaftkappen, für die Schaftschrauben vorne, weil genau diese komische Abdeckung habe ich jetzt vor ein paar Tagen in der Mercury gehabt und wundere mich, wie kommen sie auf eine Hammerly drauf. Naja, wer ist Importeur? Also für die Mercury, ich glaube, Franconia ist Mercury. Wer Hammerly ist, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ach doch, die steht ja umarex.com, dann wissen wir, wo es ist. Viel mehr muss ich zum Holz eigentlich nicht sagen. Das ist alles sehr schön, wie ich finde. Es scheint auch, also hier habe ich ein Kretzerchen.
Aber ansonsten scheint das Ding praktisch mackenfrei zu sein. Der Vorbesitzer behauptete auch steif und fest, damit eigentlich nie geschossen zu haben. Das glaube ich ihm auch. Sieht wie neu aus eigentlich. Der Abzugsbügel ist wohl aus Kunststoff, denke ich mal. Ne, bei meinen Handschuhen hier ist immer schwierig zu sagen. Also ist Kunststoff geschraubt, ordentlich versenkt. Das Abzugszüngel scheint mir Kunststoff zu sein, massiv, aber ganz schön fett. Leider nicht einstellbar. Eine ordentliche Rückholfeder, also schon ungespannt, ein ordentlicher Abzugswiderstand. Kann man was dran machen vielleicht, ne? Dass es ein bisschen leichter wird. Oh, der Schaft. Ja. Ja, jetzt Metallteile. Auch hier. Hier gibt es ganz leichte Kratzer. Einmal hier wahrscheinlich vom vorigen Ziffernrohr. Der Lauf ist relativ blank. Die Visierung passt. Na, ich gucke ja gerne mal ohne Ziffernrohr einfach drüber, ob denn Kimmer und Korn bei mir passen würden. Und ich muss sagen, ohne meine Wange so richtig reinpressen zu müssen, na, passt einigermaßen. Das ist bei mir mal ein bisschen schwierig. Ich trage hier ein bisschen mehr auf an den Wangen. Ganz, ganz entscheidendes Feature, die automatische Sicherung. Ihr wisst, ich liebe automatische Sicherungen, weil sie hier in Deutschland so wahnsinnig nützlich sind. Dazu ist diese hier noch unmöglich angebracht. Also, so hier die zu entsichern, ist praktisch unmöglich. Es geht nicht. Man muss mit der anderen Hand ran und man muss in diese Mulde hinein, ich halte sie euch mal hin, in diese Mulde hinein muss man dann mit dem Daumen irgendwie durch. Also, das geht gar nicht. Aber diese automatische Sicherung lässt sich relativ leicht außer Gefecht setzen, weil beim Spannen habe ich festgestellt, diese Sicherung wird nicht mechanisch durch den Spannbügel rausgedrückt, sondern ihr wird erlaubt, aufgrund einer Sprungfeder in die Sicherungsstellung zu gehen. Das heißt, man kann sie entweder einfach festhalten beim Spannen, dann sichert da auch nichts. Oder, wenn ihr hier auf diese Seite guckt, auf der anderen Seite kommt ein Stift raus, mit dem man praktisch erfühlen kann, ertasten kann, ob sie gesichert ist oder nicht. Sagt euch gleich das Licht. Da seht ihr einen roten Ring. Also einen aufgemalten roten Ring. Der ist ein bisschen schmaler als der Rest. Das heißt, das sollte sich mit einem Sprengring und eventuell noch einer kleinen Unterlegscheibe darunter, sollte sich die Sache dauerhaft regeln lassen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, innen drin die Feder entsprechend einfach rauszunehmen, dass sie nicht mehr rauskommt. Oder man könnte hier irgendwas senkrecht auf den Schaft klemmen, dass da nichts mehr. Also es lässt sich relativ leicht und ohne große Zerlege arbeiten, lässt sich diese Sicherung ad acta führen. Damit unterm Strich ein Riesenplus, weil, ihr wisst, automatische Sicherung ist immer Mist und hier na, leicht auszubauen. Wir haben hier einen Stopper hinten drauf, hinter der Prismenschiene, damit Zielfernrohre nicht auf Wanderschaft gehen und sie tritt auch ordentlich, ne? Auf Details dazu komme ich noch. Ich verwusel sonst wieder alles hier. Die Kimme. Ist das jetzt Plastik oder ist das Metall? Wenn ich das fragen muss, ist es schon mal gut. Aber ich tippe mal. Ich wollte mir hier mal einen Magneten hinlegen. Ich vergesse es regelmäßig. Ich denke mal, es wird Kunststoff sein. Lichtsammler Kimme. In Höhe und Seite verstellbar. Höhe ist verstellbar mit Rändelschraube. Seite nur mit einer Schlitzschraube halt. Wobei die diese sicherlich leicht durch irgendwas anderes ersetzen. Hier vorne haben wir ein Korn mit Lichtsammler. Interessanterweise nicht das übliche aufgesetzte Plastikkorn. Ja, ich weiß, ihr seid nur eine Kamera, sonst würde ich euch den Lauf nicht unter die Nase halten. Also es ist nicht das aufgesetzte übliche Plastikkorn. Das da vorne scheint mir Metall zu sein. Es gibt eine kleine. Ja, so ein Schwalbenschwanz, nein, so eine Art Visierschiene. Oder habe ich das jetzt verguckt? Ne, ich habe mich verguckt. Hier sind einfach zwei Schrauben, mit denen das Ganze hier vorne festgeschraubt ist. Ich mag jetzt nicht feststellen, ist das Kunststoff oder Metall. Auf jeden Fall ist der Korn Schutz aus Metall und vor allen Dingen vorhanden. Das finde ich immer gut. Es ist ein Rechteckkorn. Ja, es rächt sich, dass ich hier meine Vorführbrille habe. Naja, also so richtig rechteckig würde ich das Korn nicht nennen. Aber da ich eben schon die Visierentrichtung gelobt habe, unterm Strich funktioniert es halt. Wo wollte ich mich eben nicht festquatschen? Ich glaube beim Spannen, ne? War das Spannen? Das war bestimmt spannend, ja. Gut, dann spanne ich das Ding doch einfach mal. Das geht leicht, das Knacken.
Das geht gar nicht leicht. Hier ist richtig... Ah, also das ist richtig Arbeit. Da ist Feuer auf der Feder. So, entsichern, festhalten, abdrücken. Ja, ich kann sie also durch Entsichern auch im gespannten Zustand abschlagen, ohne jedes Mal einen Schuss verballern zu müssen. Aber es ist echt anstrengend. Schadet aber nichts. Finde ich nicht schlecht, weil jedes bisschen Arbeit tut mir gut. Und wenn man dann den hier macht, da gibt es einen schönen kräftigen linken Arm. Geräuschkontrolle. Ja Gott, man hört halt ein bisschen was, ist aber nicht so tragisch. Dann machen wir jetzt mal einen Bautz. Der Abzug gehört, nicht gehört zu, würde ich gerne nicht sagen, ist so ziemlich der einzige wirkliche Negativpunkt, den ich aufzubringen hätte. Alles andere, ne? Auch dass das jetzt noch ein bisschen schwergängig ist, also, ist praktisch unbenutzt. Ne? In 30 Jahren ist das alles, sieht das ganz anders aus. So, entsichern. Am Lauf seitlich vorbei und Vorzug ganz, ganz kurz. Abzug steinhart. Ruckt. Und knallt. Nach dem Vorzug harter Abzug, dann gibt es einmal einen Ruckel und danach etwas, was man nicht als Druckpunkt bezeichnen kann, aber es kommt dann auch relativ plötzlich. Also es gibt nur einen Ruckler. Ich denke mal, dass das eins von den Luftgewehren ist, wo man durch Polieren dieser Klinken eine Menge erreichen kann. Da ist bestimmt irgendeine Unebenheit. Kann auch sein, dass nach den ersten 1000 Schuss das sowieso alles so plan gehobelt ist, dass man da kein Problem mehr mit hat. Also das ist schon, wenn ich mich darüber beschwere, ist das schon auf hohem Niveau. Ansonsten habe ich hier eigentlich nichts dran auszusetzen. Im Gegenteil, ich finde das Ding wunderschön. Es fühlt sich wirklich toll an. Und jetzt müsste es natürlich bloß noch treffen. Und da kommen wir hierzu. Na, das ist wie immer 10 Schuss sitzend aufgelegt, 10 Meter. Und wie immer, diese Seite ist relativ unwichtig, weil alles, was da ist, kann ich in der Höhe einfach durch das Zielfernrohr verstellen. Das ist die wichtige Seite und die sieht so aus. Und ich würde sagen, das ist jetzt kein Halleluja, aber es ist vollkommen in Ordnung. Für ein Freizeitgewehr auf jeden Fall. Klar gibt es Flinten, die noch genauer schießen. Vielleicht läuft sich das ja auch im Laufe der Zeit alles noch ein bisschen ein. Aber es ist jetzt keine Streubüchse oder sowas. Da geht alles. Ne? Und die Zahl der Ausreißer ist relativ überschaubar. Man könnte es bei Anna Diabolos versuchen. Das war das eine. Das andere ist natürlich er hier. Ihr wollt natürlich wissen, was da an Bums in der Flinte drin ist. Das kann ich euch jetzt sagen. Dahin und in den dahin. Und 7,6, 7,7, 7,4, 7,7, 7,5, 7,7, 7,2, 7,0, 7,6, 7,3, 7,4, 7,7, 7,7. So bleibt das. Also, dann sagt ihr ja, oh Schreck, das ist ja über 7,5. Ja, ist aber legal, weil diese 7,5 Joule beziehen sich auf die Produktionsstreuung. In der Beschussverordnung unter Punkt 2, glaube ich, steht, dass bei der amtlichen Einzelmessung, das heißt, wenn das Ding jetzt irgendwo auf dem Tisch landet, dann muss der Durchschnitt von 10 Schuss muss unter 8 Joule bleiben und Ausreißer müssen unter 8,5 Joule bleiben. Plus, minus, Standardabweichung, das ist so ein mathematisches Ding. So oder so, auch wenn das Ding irgendwie ein bisschen über 7,5 schießt, es ist voll fett noch in dem, was das Gesetz uns gnädigerweise gestattet. Ja, und zwar die Streuung kann ich nochmal angeben. Shotcount 20, High 182 Meter pro Sekunde, Low 172 Meter pro Sekunde, Average 179 Meter pro Sekunde, Spread 10 Meter, Standard Deviation 2 Meter pro Sekunde. Ja, ich sag mal, viel mehr kann man legal die Grenze im deutschen Gesetz nicht ausreizen. Also das Ding hat Bums, legal Bums, das ist viel wichtiger. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, normalerweise erzähle ich über irgendwelche Gewehre viel mehr. Ich gucke mal gerade drauf, 14 Minuten 28. Na gut, das ist schon wieder, ich sammle schon wieder zu viel. Warum habe ich den eigentlich noch an hier? Batterien sind teuer. Strom ist teuer, dann kommt noch die Umweltablage und noch CO2-Zuschlag und erhöhte Energiesteuer und Rot-Grün passt schon auf, dass die Lebenshaltungskosten nicht zu teuer werden. Nein, eigentlich passen sie auf, dass alles sehr, sehr viel teurer wird. Benzin wird auch wieder mehr steuern und
So. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich bin am Überlegen. Ich versuche ja meinen Privatbestand, also das, was dauerhaft hier bleiben soll, so maximal 8 Stück, damit sie alle in einen Schrank passen. Das ist ja so mein Ziel. Es können eng werden. Es ist jetzt schon eng mit den 8. Der hier hat reelle Chancen, dauerhaft zu bleiben. Weil, wenn ich das mit dem Abzug ein bisschen hinkriege und damit lebe, ich meine, präziser wird es ja nicht werden als das, aber wenn ich jetzt nicht gerade Zehntel Ringe schießen will oder irgendwelche Streichholzschachteln löchere, dann reicht das doch. Und ich finde sie wunderschön. Ja, auch das gibt's ja. Der arme alte Mann hat auch mal irgendwo nicht viel zu motzen. Irgendwelche Visiereinrichtungen interessieren mich nur am Rande, sondern da kommt dann irgendein Zielfernrohr drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es von diesen Monstergeräten hier passt. Aber das wäre so ein Kandidat. Ja, das hier wäre ein bisschen lang. Das hier wird passen. Sieht doch schick aus, oder nicht? Ja, was hatten wir hier noch gleich drin? Irgendwo steht es bestimmt drauf. 4 bis 12 mal 50. Ja, also dazu sieht dieses Luftgewehr ja auch irgendwie ein bisschen jagdlich aus. Da würde natürlich ein jagdliches Glas auch optisch ganz gut dazu passen. Ich muss da mal eine Nacht drüber schlafen, vielleicht auch 2 oder 3 oder 5. Ich habe zu viele andere Luftgewehre, mit denen ich mich im Moment noch befassen muss, die ich vor allem wieder loswerden muss. Ne? Ihr habt das vielleicht im Video gesehen, dass ich diverse Luftgewehre erst über YouTube direkt verkaufen wollte. Sensationeller Erfolg, nicht eine Anfrage. Dann habe ich es jetzt versucht mal über eGun, Festpreis, aber dann kein Versand, ne? Weil mir geht es ja darum, keinen Versand machen zu müssen. Auch da, also ich habe einen Ungarn gehabt, der hat blind gekauft und dann fiel ihm ein, oh verdammt, ich habe nicht gelesen, er hat Versand. Schon gar nicht ins Ausland. Ja, also ich werde wohl zähneknirschend, werde ich mich mit professionellem Verpackungsmaterial eindecken müssen, das kostet wieder Geld. Und werde sie tatsächlich dann einfach mit 1 Euro als Startgebot und dann mal gucken, was der Markt ausspuckt und dann werde ich sie versenden müssen, hilft alles nichts. Wenn man es auf mehrere Luftgewehre verteilt, ist die Anschaffung von irgendwelchem Versandmaterial auch nicht mehr gar so schlimm. Na, dann liegt man da, was ich bei, sagen wir mal, 5 Euro pro Flinte, was da an Verpackung noch drauf kommt. Das ist aber alles machbar, ne? Trifft ja keinen Arm. Ja, besser als wenn die bei mir nur rumstehen und Grünspan ansetzen. Das, und gerade bei der hier wäre das wirklich schade. So, genug gesabbelt. Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute dabei. Ich werde mir mal Gedanken machen. Ja, und nachdenklich, überlegt schon mal der Mann, wie er die Sicherung außer Gefecht setzt. Nachdenklich endet der Mann mit den großen orangen Händen, der Trommler, wie man mich schon zu nennen pflegt, umgangsrechtlich, der darauf hinweist, nachdrücklich darauf hinweist, dass wir hier gerade erst 21,7 Grad drin haben. Puh, ist das kalt. Und dass ich meine Kamera schon wieder, wie jedes Mal, ganz alleine ausschalten muss.